Ja, was wünschst du dir in deinem Leben? Nun, es ist nicht Weihnachten und also von daher soll das jetzt kein Angebot sein. Aber es ist so mit Gottes Wort, dass er uns tatsächlich diese Wahl, diese Möglichkeit gibt, was wir uns wünschen. Und normalerweise wünscht man sich ja was Gutes. Und für jeden mögen und sind auch die Wünsche sehr verschieden und auch anders. Im heutigen Text, der sehr spannend ist und auch sehr wichtig, weil er uns etwas vor Augen führt, ein geistliches Grundprinzip. Und da sagt der Herr dem Volk Israel durch Mose: Der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit. Und dass er segne alle Werke deiner Hände. Aus 5. Mose 28, Vers 12. Und in dem Abschnitt geht es eigentlich um Segen oder Fluch. Also im ersten Teil bis zu Vers 15, und da sind wir aber noch nicht, da wird aufgezählt, was der Herr so alles vorhat an Segnungen für das Volk, wenn sie in ihr Land kommen, wenn sie. Vor allem, wenn sie bereit sind, wirklich auf Gottes Wegen und Gottes Wort zu hören, wenn sie das ernst nehmen und auch übernehmen. Und im Gegensatz dazu, und das muss man sich auch einmal vorlesen lassen, ab Vers 15, was dann passiert, wenn man nicht bereit ist, auf diese Segnungen einzugehen. Die Segnungen haben Bedingungen. Und sie sind eigentlich schlicht und einfach. Sie sollen einfach auf Gottes Wort hören. Es hören und tun. Also nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Und dann würde der Herr die Himmelsschleusen öffnen an Segnungen. Umgekehrt, wenn sie, die doch das Wort Gottes haben und hören, aber nicht gehorchen, dann würde gerade das Gegenteil passieren. Dann würden Flüche über sie kommen, unvorstellbaren Ausmaßes. Und wenn wir die Geschichte Israels so ein bisschen betrachten, dann merken wir, wie sehr sich dieses Wort buchstäblich erfüllt hat und bis zum heutigen Tag noch erfüllt. Aber wir haben auch noch eine andere Seite. Im Neuen Testament, da sagt uns der Apostel Petrus einiges, was auch ganz wesentlich und wichtig ist, nämlich dass ihr habt schon geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Das heißt, 1. Petrus 2, Vers 3, ihr habt es schon erfahren, dass Gott wirklich zu seinem Wort steht. Und ich glaube, dass jeder von uns das in seinem Leben das erlebt hat, dass Gott ihm gnädig ist. Die unzählige Male, wo er Schuld und Sünde vergeben hat und immer noch vergibt und immer wieder neu anfängt. Jeden Morgen sind seine Gnadenerweise neu, sagt uns ja die Schrift. Also wir haben es buchstäblich auch erlebt, diese vielen, vielen Segnungen, die Gott ausgegossen hat über seine Kinder, über sein Volk und auch über dein Leben. Hast du ihm schon dafür gedankt? Ihr habt schon geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Und diese Freundlichkeit, die soll sich in unser Leben ja hinein imprägnieren, so wie ein Stempel oder wie ein Brandeisen. Und es soll uns auch zu freundlichen Menschen machen, zu Christen, die einfach die Freundlichkeit und Liebe Gottes ausstrahlen. Aber auch auf der anderen Seite das andere bekennen und genauso proklamieren. Dass wenn man Gottes Wort nicht ernst nimmt, ablehnt, dass das Konsequenzen hat. Gerade heute auf dem Spazierweg mit dem Fahrrad hatte ich die Gelegenheit, das wieder einem Menschen zu bezeugen. Und zunächst war er ganz ruhig und still und wusste eigentlich gar nicht, was zu sagen ist. Ich habe nicht nur von dem Schönen, von der Herrlichkeit, der Ewigkeit des Himmels erzählt, sondern auch von den Konsequenzen, dass das hat, wenn ein Mensch das ablehnt, diese ewige Trennung von Gott.
dieser Ort der Qual, dass das genauso eine Realität ist. Aber wir sollen freundlich sein und Menschen das bezeugen, ihnen zu sagen, dass Gott sie liebt und sie annehmen möchte. Aber es ist genauso freundlich, wenn wir sie warnen vor der großen Gefahr, wenn sie das ablehnen. Tun wir das auch heute wieder, da wo wir die Gelegenheit haben. Okay? Gut.